Vor wirklich langer Zeit. Irgendwo im Weltall. An einem dunklen, feuchten Ort, gemieden vom Sternenlicht. Lag ein gruseliger Planet, der einsam im All schwebte. Seine Bewohner waren gruselig. Ständig warfen sie gruselige Blicke ins All. Einfach nur gruselige Tagträumer, nicht wahr? Falsch! Sie waren Suchende. Suchende nach einem neuen Zuhause. Endlich fiel ihr gruseliger Blick auf eine ferne Welt. Ein Land der Schönheit und des Friedens. Oho, junge Meister Mario und Luigi, ich habe eure Ankunft schon voller Ungeduld erwartet. In der Tat befürchte ich, dass die Prinzessin sich nach Spielkameraden sehnt. Sie benimmt sich eher trotzig. Drückt oben auf dem Steuerkreuz, um zum Zimmer zu gelangen, wo sie euch erwartet. Bitte geht sofort zu ihr. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Mario und Luigi Partners in Time, aka Mario und Luigi 2, zusammen durch die Zeit, für das Nintendo DS-System im Jahre 2006 erschienen. Ich liebe dieses Spiel und es ist ein super Nachfolger für das originale Spiel, was 2003 für den Game Boy Advance erschienen ist. Doch nun erstmal weiterhin zur Story. Was soll das Tohuwabohu? Was ist mit der Prinzessin? Und das jetzt bitte nicht verwechseln, wir sind in der Vergangenheit. Das ist Prinz Bowser, wie er schon selber sagt. Es ist nicht Baby Bowser. Ich, Prinz Bowser, nehme Prinzessin Peach mit mir. Ihr zwei Babys könnt euch schleichen. Vollkommener Unsinn. Ich glaube eher, ihr werdet nichts dergleichen tun. Oh Gott! Halt's Maul! Du bist dran, Super Windelbro. Und hier sind wir im Kampf. Junge Meister Mario. Verzeiht, dass ich vorhin kurz unpässlich geworden bin. Ist dies euer erster Kampf? Nein, aber ich lasse es euch erstmal erklären. Für die, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Dann bitte ich euch, mir zu lauschen. Zunächst greift bitte an. Halt! Drückt jetzt X, junger Herr. Stimmt euer Timingpunkt genau, verursacht ihr mehr Schaden. Es gibt für jede einzelne Attacke ein Action-Kommando. Zeigt euch experimentierfreudig. Macht weiter. So, und wie ihr kontern könnt, beziehungsweise ausweichen könnt, habt ihr gerade gesehen. Bei Baby Bowsers Attacken kann man halt leider nicht kontern, da Flammen schwer zu kontern sind. Obviously. Aber andere Attacken kann man natürlich kontern. Alter, du, fast hätte ich's vergessen. Ihr könnt den Flammen auch des jungen Bowser ausweichen. Soll ich euch erklären, wie man geht? Nein. Ich hab's ja euch gerade erklärt. Ah, tatsächlich? Nun gut, junger Meister Mario. Ihr seid der junge Meister. Zack. Und hepp. Warum hilft Luigi eigentlich nicht? Bleah. Ich bin ein Prinz. Ich kann nicht gegen euch verlieren. Bleah. Luigi, du hast nichts gemacht. Was ist denn jetzt los?
Oh nein. Pilzkönigreich Nachrichten. Der berühmte Professor Professor Dr. Immanuel Gitt hat seine Zeitmaschine fertiggestellt. Die Kraftquelle der Maschinen? Der erstaunliche Kobaltstern. Die Enthüllung fand im Pilzpalast statt und wurde von den Besuchern aus nah und fern verfolgt. Berichten zufolge war Prinzessin Peach überglücklich über diese Erfindung. In der Tat so glücklich, dass sie sofort zu einer Reise ins Pilzkönigreich... Oh mein fucking Gott. Dass sie sofort zu einer Reise ins Pilzkönigreich der Vergangenheit aufbrach. Natürlich ist ihr treuer Kanzler Turtzwurf außer sich vor Sorge. Details folgen um 11. Prinzessin! Bitte kehrt zurück, euer Majestät! Ich muss sagen, ich bin einfach außer mir vor Sorge. Kein Grund zur Sorge. Meine Maschine ist absolut sicher. Die Chancen für eine Rückkehr der Prinzessin liegen bei 99,999%. Oh Chaos. Oh nein, he dead. Turtzwurf, wach doch bitte auf. Oh nein, er ist so vor Sorge, dass er in Ohnmacht gefallen ist. Mach, ich bin mir sicher, Turtzwurf hat einen Pet-Pilz in seinem Zimmer. Willst du ihn bitte holen? Na klar. Direktübertragung per Lakitu Cam vom Pilzpalast folgt. Momentan befindet sich Mario hier. Und der Pet-Pilz ist hier drüben in Turtzwurfs Zimmer. Oh, übrigens, dieses Symbol zeigt stets Marios aktuellen Aufenthaltsort an. Zwar bewegt sich das Symbol nicht, wenn du dich in einem Raum bewegst, aber wenn du einen anderen Raum betrittst, geht auch das Symbol zu diesem Raum. Wenn du dich verirrst oder nicht weißt, wo du als nächstes hingehen sollst, oder du einfach nur gerne den Topscreen betrachtest, dann schau hierher und du wirst finden, wonach du suchst. In Ordnung, Mario, wir zählen auf dich. Der Pet-Pilz befindet sich in einem Block im Turtzwurfs Zimmer. Du kannst ihn nicht verfehlen. Um ihn aus dem Block zu kriegen, stell dich unter den Block und springe. Das funktioniert im Allgemeinen. Was machen denn deine Sprungkünste? Ja, laufen gut. Von hier aus sieht die Sache ganz gut aus. Viel Glück. Dankeschön. Ja, Mario Luigi ist tatsächlich mein liebstes Mario und Luigi Spiel. Direkt nach Bowser's Inside Story oder in Deutschland bekannt unter Abenteuer Bowser. Es liegt daran, dass die Story einfach... Inwiefern spoilert das denn schon eigentlich? Die Story ist da viel dunkler als das, als der Nachfolger. So, Speichertext. Prinzessin Peach ist ins Pilzkönigreich der Vergangenheit gereist. Doch scheint es Turtzwurf zu sein, der jetzt unserer Aufmerksamkeit bedarf. Ah, ich habe mich kurz über den Satz aufgeregt. So, wo ist denn der Pet-Pilz? So laut Karte sollte das hier sein. Und da ist ja auch schon der Block. Nettes Bild von Peach hast du hier, Turtzwurf. Hier sind Blöcke, Pilze. Turtzwurf, irgendwelche letzten Worte? Kann ich deinen Stock haben? Prinzessin. Doktor, so reden Sie doch, Mann. Wird sich Turtzwurf erholen? Oh, die Prognose ist düster. Ich befürchte, unser lieber Turtzwurf hat sich in einen Pilzstock hineingesorgt. Ohne die heilen Kräfte eines Pet-Pilzes gibt es nichts, was wir tun können. Turtzwurf! Uah!
Werfen wir doch mal einen Blick darauf. Die Zeitmaschine ist nun zurückgekehrt. Aber irgendwas fehlt. Was mag nur schiefgegangen sein? Oh, Prinzessin, willkommen zu Hause. Eure Majestät, ich war so voller... Das ist nicht Prinzessin Peach. Was bist du? Wartet, Meister Luigi! Let's go! Oh, let's go! Junior Shrewboid! Und so kann man Attacken kontern. Meister Mario, es ist schon einige Zeit seit eurem letzten Kampf vergangen. Benötigt ihr eine Auffrischung bezüglich der Action-Kommandos? Nö, denn bei Mario und Luigi sind es dieselben Action-Kommandos wie in den anderen. Nicht X oder Y, sondern A und B, wie auch im Game Advance-Teil. Schön, schön, nun denn, Meister Mario, ihr seid der Meister. Hi, Dados. Fast hätte ich's vergessen. Ihr könnt auch gegnerischen Angriffen ausweichen. Soll ich euch erklären, wie man solcherlei Aktionen ausführt? Bitte nicht. So, so. Würdet ihr euch dann zumindest eine Erklärung des Kontos begeistern? Nein. Schön, schön. Nun dein Meister Mario. Ihr seid der Meister. Totsurf ist auch so ein Charakter, den würde ich gerne mal wiedersehen. Zuletzt hat man den ja offiziell hier in dem Spiel, meine ich, gesehen. Oder in NSMB im Hintergrund der Intro-Cutscene. Und das war's. Oh, direkt Level Up? Oha, dann kann ich euch das Level Up auch schon erklären. Also, du kriegst mit jedem Level Up bestimmte Stats hinzu. Und der Lakito hier bringt uns ein paar Bonuspunkte. Das kann bis zu 6 Punkten sein, aber je öfter man halt einen Wert aufwertet, desto geringer werden die Zahlen. Zum Beispiel, wenn du sehr oft KP aufwertest, kriegst du auch irgendwann nur noch Einsen und selten mal eine 2. Wohingegen, wenn du den Bart fast nie auflevelst, kriegst du hauptsächlich nur 6 und 5, wenn du ihn aufwerten möchtest. Wir machen das heute mal bei Verteidigung, da das der niedrigste Wert von allen ist. Und kriegen direkt eine 2. Perfekt. Keine Spur von der Prinzessin. Nein, nein, nein. Dieses schreckliche Monster. Bleibt schön ruhig. Der Kerl hat sie nicht verspeist. Mein DS-Zeitradar zeigt an, dass sich Peach irgendwo im Pilzkönigreich der Vergangenheit befindet. Zeitradar? Zeitradar? Das hast du dir doch gerade ausgedacht! Woher ist denn dieses Monster plötzlich gekommen? Das weiß ich nicht. Und da die Zeitmaschine arg angeschlagen ist, zu sein scheint, können wir es auch nicht so einfach herausfinden. Wie war das? Bleib ruhig und sprich langsam. Ein seltsames Loch hat sich im Garten aufgetan. Es ist möglich, dass die Rückkehr der Maschine Löcher ins Zeitkontinuum gerissen hat. Auf zum Garten, Leute. Ja, dann wollen wir mal auf zum Garten. Okay. Ah, Luigi, bist du auf dem Weg zum Garten? Oh yeah. Willst du nicht lieber warten und dieses Ding bewachen, um zu verhindern, dass es noch andere Anwesenden verschlingt? Oh, no. Oh, ich verstehe. Wenn du das nicht willst, kann ich dich kaum dazu zwingen. Aber wer weiß, was die Zukunft bringen wird. Vielleicht musst du dich noch viel schrecklichen Dingen stellen. Oh, hey, sag mir, sind deine Sprünge auch schon so gekonnt wie die von Mario? Denn er ist der Beste. Ja, yeah, verstehe mich bitte nicht falsch, aber das war... Kacke! Mario, zeig ihm bitte, was ich meine. Ja. Jetzt mal ernsthaft, Luigi. Du kannst es nicht! Versuch es doch wenigstens! Du musst intensiver dran arbeiten. Oh, das war schon besser. Ja, kommst du sogar an Mario schon ran.
Ja, let's go. Und nun sind wir zusammen. Kaffee erstmal auffallen. Auch wenn ich keine verloren habe, ich mache das immer, wenn ich die Zone im Block sehe. Und speichern. Ein weiteres Abenteuer steht unserem mächtig behaarten Mario bevor. Setze seine Sprungkünste ein und rette die Prinzessin. Auf zum Garten! Ja, würde ich auch so sagen. Ab zum Garten. Wie ich es vermutete, es ist ein Zeitstrudel. Jawohl, dieser Strudel ist ein Portal in die Vergangenheit. Kein Zweifel, es hat sich wegen der Zeitmaschine aufgetan. Vorsicht, Jungs! Wenn ich mich nicht irre, führt dieser Zeitstrudel direkt zurück in die Zeit. Zurück in ein jüngeres Pilzkönigreich. Diese Frage ist nur, wohin im Pilzkönigreich? Die nächste Frage ist, wenn hier jemand reinspringt, käme er wohl jemals wieder zurück? Sollten wir diesen Zeitstrudel nutzen, um die Prinzessin zu retten? Das scheint keine üble Idee zu sein. Ich würde jede Wette darauf abschließen, dass dies die beste Möglichkeit wäre, sie zu retten. Meister Mario! Meister Mario, die Prinzessin, wo ist Prinzessin Peach? Und was waren das für Lichter? Und was ist dieses für ein seltsames Loch? Ich verlange Antworten, werter Herr. Halt die Fresse! Ich muss meinen Bruder retten! Meister Mario! Pilzkönigreich, Vergangenheit, Dorf Kuddelmuddel. Dieser Sound ist der beste Sound im Spiel. Das muss man appreciaten. Und jetzt kommt er nochmal. Let's go. Oh Mann. Passen Sie da auf das Leder auf, Professor. Kein Grund, so zu schieben. Oh, Sie müssen Mario sein. Laut dem Professor sollte sich hier auch ein Luigi befinden, aber ich kann niemanden... Oh meine Güte, sind Sie Luigi? Ich tut mir wirklich sehr leid. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Man nennt mich Schreckweg 0820. Professor Igitt hat mich erfunden. Ich bin sozusagen ein Koffer. Der Professor schickte mich hierher, um Ihnen zu assistieren. Ja, assistieren ist akkurat. Ich bin mehr als nur ein Behältnis für Ihren Besitz. Ich habe viele komplexe Sensoren und Speicherapparaturen zur Datenretention und Nun, es reicht zu wissen, dass ich über die neueste Technologie verfüge. Ich bin eine große Hilfe. Fangen wir doch damit an, dass Sie mich einfach mal öffnen. Drücken Sie einfach Start. Bitte merken Sie sich, dass ich mit allen Arten von Dingsen und Bumsen beladen werden kann. Bumsen? Unnötig zu erwähnen, dass ich all Ihre Items tragen kann. Auch wurde ich derart gestaltet, ein Füllhorn an Ausrüstung aufzunehmen. Und um zu bestätigen, dass Sie in Topform sind, können Sie hier auch Ihren Status sehen. Wenn ich nun Ihre Aufmerksamkeit auf den Topscreen lenken dürfte. So viel Zeit ist seit Beginn Ihres Abenteuers vergangen. Eine Zeit voller Gefahren und hast du nicht gesehen. Hier sehen Sie die Anzahl der Münzen, die sich in Ihrem Besitz befinden. Und wenn Sie Ihren Blick hierher richten, sehen Sie Ihre Statistiken in vereinfachter Form. Nun, soviel zu meiner Selbstvorstellung. Mit Freuden erwarte ich unsere Zusammenarbeit.
Drücken Sie B, um meinen Verschluss-Minifizierungszyklus zu starten, um mich zu verstauen. Zurück zum Abenteuer. Oh. Ja, Dorfkuddelmuddel. Mario und Luigi sind in Prinzessin Peach in die Vergangenheit gefolgt. Wie läuft es mit ihren Sprüngen? Sind sie gut aufeinander abgestimmt? Gut, das finden wir im nächsten Part raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part auch wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Part und tschüss!